Ja, ich freue mich sehr, dass ihr da seid und freue mich auf die Yogastunde mit euch. Wir werden heute regenerativ üben, das heißt, wir üben viel gestützt und beginnen mit einem Pranayama heute. Dafür wollte ich euch fragen, habt ihr alle einen Stuhl? Ein Stuhl? Ja? Also ein Stuhl mit Lehne wäre super. Oder einfach nur ein Hocker, das geht auch. Und eine Decke. Hocker und Decke oder Stuhl und Decke wäre super. Belen, hast du auch einen Stuhl? Was ist das? Ja, das ist gut. Und wenn du noch eine Decke dafür hast, das wäre großartig für unser Pranayama. Okay, und dann wieder zwei Blöcke bereit und ein Gurt. Ja, das ist gut, okay. Und Bantu, kannst du deine Kamera noch ein bisschen kippen? Dann sehe ich ein bisschen mehr von der Matte auch. Ich sehe nämlich nur den Oberkörper. Ja, so ist super, perfekt. Super, so ist gut. Ja, den Boden sehe ich zwar nicht, aber jetzt ist gut. Genau. Ja, und wir fangen heute auch die Einstimmung an mit dem Pranayama im Sitzen auf dem Stuhl. Und dafür nehmt ihr euch euren Stuhl auf die Matte. Dann braucht ihr eure Decke. Und ihr faltet euch eure Decke dreifach, wie so eine Ziehharmonika. So gefaltet, also hier für Zoom und hier für die Kamera, so dreifach gefaltet. Hier ist die schöne Seite. Und wenn ihr euch auf den Stuhl setzt, dann legt ihr euch diese Decke auf die Oberschenkel. Genau, dann sitz weit vorne auf deinem Stuhl, die Füße, die Fersen unter die Knie und die Füße wie Tadasana. Die Fußaußenkanten parallel, die Fersen klar und dann leg die Handrücken auf die Decke, so dass die Oberarme abwärts streben, also die Oberarme entlang der Flanken sinken. Die Ellenbogen schwer, die Handrücken abgelegt und die Daumenseite schwer. Ja, die Finger sind in ihrer natürlichen Krümmung. Und dann komm noch einmal in die Sitzhaltung. Baue sie dir noch einmal auf, indem du auch deine Sitzbeine gleichmäßig schwer wahrnimmst in der Unterlage. Ein bisschen mehr auf die hinteren Sitzbeine kommst. Und dann heb den Unterbauch, heb das Brustbein, die Schultern gesunken und dann das Kinn sanft Richtung Brust und die Ausdehnung in die Scheitelkrone. Also sehr aufrecht. Eine ganz klare Aufrichtung im Oberkörper. So dass sich der Brustraum weit und leicht anfühlt, gehoben. Die Bauchdecke, also die Haut an der Bauchdecke, sanft gehoben, aber weich. So kein Einziehen, sondern nur ein sanftes Heben. So dass der untere Rücken lang bleibt. Die Augen ruhen auf Augenhöhe. Dann höre nur zu, lausche. Ich werde euch erklären, wie wir gehen. Und zwar zunächst beginnen wir mit der Atembetrachtung, das reine Beobachten ohne Eingreifen. Als nächstes, immer nach einer Ausatmung, leiten wir ein das Zählen. Das heißt, ihr nehmt euren Atem heute zeitlich wahr. Ihr zählt den Einatem bis zur natürlichen Pause und dann zählt den Ausatem.
reines Betrachten und Mitzählen, ohne Bewerten. Als nächstes, wieder nach einer Ausatmung, verlängert ihr den Einatem und zählt einmal mehr, als ihr natürlicherweise einatmet. Und zählt einmal mehr, als ihr natürlich ausatmet. So weit, wie du das Gefühl hast, das geht ohne Spannung. So ganz weich, ruhig und gleichmäßig. Wenn du merkst, das ist jetzt genug, dann bleibe dort. Und dann beenden wir wieder mit der natürlichen Atmung und der Atembetrachtung. Und so, wir beginnen. Und sitz aufrecht. Fühl nochmal deine Füße, die Fersen, Kleinzeh, Großzehballen. Und dann die Sitzbeine, das gehobene Brustbein, die Schultern gesunken. Die Nasenwurzel halt zurück, Ausdehnung in die Scheitelkrone. Und die Augen ruhen auf Augenhöhe. Und mit einer Ausatmung schließ deine Augen und komm ganz bei dir selbst an. Es ist wie ein Eintauchen in deine eigene innere Stille. Und entspann die Stirnhaut. Vom Haaransatz zu den Augenbrauen glatt. Die Schläfenhaut entspannt. Der Unterkiefer locker, die Zunge locker. Die Lippen berühren sich sanft. Die Kehle weich und dann nach einer Ausatmung werde atembewusst und begleite deinen Atem. Begleite deinen Einatem. Deinen Ausatem, die Aufmerksamkeit auf das Einströmen in der Einatmung durch die Nase, weich, ruhig in den Brustraum. Und aus dem Brustraum, aus der Nase, begleitend deinen Ausatem. Ohne Eingreifen. Betrachte, bezeuge deinen Atem. Bewahre deine Aufrichtung. Auch nach dem Ausatmen oder während des Ausatmens verdeutliche deine Aufrichtung. Der Brustraum stets weit geöffnet, aufgerichtet. Und nach deiner nächsten Ausatmung, atme vollständig aus, begleite zählend deinen Einatem. Und zähle deinen Ausatem. Und
nur zählen und begleiten, noch nicht verlängern. Weiche, ruhige Einatmung, zählend, begleitend. Und nach deiner nächsten vollständigen Ausatmung verlängere den Atem um eins. Den Einatmen den Ausatmen den Einatmen nochmal um einen Punkt verlängern. Jedes Mal fahre fort. Den Atem zu verlängern. So lange, bis du das Gefühl hast, das ist genug so, fahre noch fort, dreimal den Atem auf diese Weise zu zählen. Einatmen, verlängert zeitlich. Und den Ausatmen. Verlängert, ruhig, fließend, weich. Gleichmäßige, verlängerte, tiefe Einatmung. Und gleichmäßig. Ruhige, verlängerte, fließende Ausatmung. Und nach deiner nächsten vollständigen Ausatmung atme wieder ganz natürlich. Begleite deinen Atem, lass das Zählen los. Natürliche, ruhige Atmung. Begleitend, bezeugend. Dann führe deine Handflächen noch einmal zueinander, falte deine Hände vor dem Herzen. Auch die Handwurzel in Kontakt, die Finger
geschlossen, die Haut am Brustbein sanft angehoben, die Haut vom unteren zum oberen Brustbein angehoben. Die Stirn neigt sich sanft Richtung Herz, als würdest du von innen mit dem inneren Auge auf dein Herz blicken. In die Tiefe deines Herzens. Und dann lass ausatmen, deine Stirn ganz zum Herzen sinken. Der Verstand verneigt sich vor dem Herzen. Und dann lösen sich die Hände, leg die Handrücken auf deine Decke. Und ruhig und weich hebe deinen Kopf. Ruhig und weich öffnen sich deine Augen. Der Blick weich und weit. Ganz weich, ganz weit, die Schläfen weich. Die Stirn entspannt. Und dann löse deine Haltung auf. Und komm langsam auf die Yogamatte, nimm den Stuhl zur Seite. Zunächst, ich mache euch noch auf stumm, so stören die Geräusche nicht, wenn ihr eure Hilfsmittel verändert. So. Und wir beginnen mit Supta Tadasana. Dafür braucht ihr heute einen Gurt. Der Gurt sehr schmal, also sehr klein, weil ihr mit dem Gurt die Großzehen bindet. Für Supta Tadasana, die Berghaltung im Liegen, braucht ihr ungefähr so eine ganz kleine Schlaufe nur. Und dann, ich zeige mich von vorne, weil ihr dann meine Füße besser seht, dann beginnt ihr. Also später legen eure Füße zur Wand. Ihr bindet euch die großen Zehen mit dieser Gurtschlinge. Schön eng, möglichst eng. Und dieses lange Ende, das könnt ihr erst noch ein bisschen mittig halten, sodass diese Schnalle auf jeden Fall mittig ist zwischen den großen Zehen und diese Metallschnalle nicht auf der Haut liegt. Und dann legt ihr euch, ich zeige mich zwar jetzt von vorne, aber ihr liegt dann zur Wand, dann legt ihr euch auf den Rücken, die Füße in die Wand, Nasenspitze, Brustbein, sehr achsengerecht, und als nächstes spannt ihr den Gurt auseinander. Und vielleicht könnt ihr jetzt schon sehen, wie die Fußsohlen sich weit öffnen und der Fuß aktiv wird. Und dann kommt ihr in die Haltung von Supta Tadasana und Urdhva Hasta. Okay. Kommt auf die Matte, nehmt euren Gurt. Tadasana am Boden liegend. Die Füße zeigen zur Wand. Ich zeige es noch einmal für die Kamera. Also ihr liegt zur Wand. Die großen Zehen gebunden. Ihr habt die Schnalle mittig, schön eng, und dann lieg erst auf der Matte, schieb dich weg von der Wand und dann bring die Hände zunächst in die Haltung von Tadasana. Ihr schiebt die Füße in die Wand und spannt den Gurt mit den Großzehen, sodass ihr die Fußsohle weit öffnet, um dann wahrzunehmen, was passiert im Körper, was für eine Reaktion passiert körperlich und vielleicht dann auch mit dem Atem, und folgt dann auch der Geist, und als nächstes Urdhva Hasta. So, wenn ihr liegt, Platz gefunden habt an der Wand mit den Füßen, dann spann den Gurt wieder auseinander, öffne die Fußsohle weit und schieb die Füße klar und deutlich in die Wand
die Fersen, Innenferse, Großzehballen. Zieh den Gurt weit auseinander und schau, was passiert zunächst, wenn du das tust, diese eine Aktion mit dem Gurt. Was kannst du wahrnehmen in deinem Bein, in den Beinen und in der Hüfte? Und zieh den Gurt fest auseinander, so klar wie möglich. So spreizen sich auch die Zehen voneinander weg. Und dann bau dein Tadasana noch mehr auf, das heißt halt die Oberschenkelansätze zurück. Heb das Schambein, verlänger den Steiß Richtung Fersen, so dass der untere Rücken richtig lang wird. Vielleicht nimmst du auch wahr, wie über die Aktion in den Gurt du die Verbindung fühlst von den Füßen zur Hüfte und die Aufrichtung leichter fällt, die Aufrichtung im Becken, so dass dein Schambein, die Schambeinplatte parallel zum Boden steht. Dann fühl die Schulterblätter flach am Boden, dein Hinterkopf flach. Und wenn du merkst, dass du in eine leichte Überstreckung in der Halswirbelsäule kommst, dann brauchst du eine Decke unter dem Kopf und ansonsten brauchst du das nicht, wenn Stirn und Kinn in einer Linie stehen. Lang der Nacken, die Ausdehnung in die Scheitelkrone, die Handkanten auf der Matte. Und dann streck die Arme hoch. Öffne die Handteller weit, spreiz die Finger. So weit, wie du deine Füße öffnest, so weit öffne auch deine Hände. Die Haut an der Hand, die Haut zwischen Daumen und Zeigefinger, die Ellenbogen gestreckt wie deine Beine, so gestreckt sind deine Arme. Und dann streck die Arme nach hinten und abwärts für Urdhva Hasta. Die Daumen kommen am Boden an. Die Daumen suchen den Kontakt zum Boden. Halte dabei den Nacken lang und den Hinterkopf flach. Und auch wenn du die Arme nach hinten streckst, bleib sehr bewusst in den Füßen und in der Hüfte, sodass du nicht, weil du oben in die Aktion kommst, unten die Basis verlierst, also die Streckung von den Füßen in die Hüfte. Die Aktion von den Füßen in die Hüfte, um die Aufrichtung im Becken zu bewahren. Die Schulterblätter flach. Die Schulterblätter flach. Der Atem ruhig und gleichmäßig. Weich, die Augen weich, die Schläfenhaut weich. Fühl die Ausdehnung, Supta Tadasana, gestützt von Mutter Erde. Noch einmal atme tief ein in die Haltung und ausatmend bringt ihr die Arme achtsam wieder nach oben. Nach oben und nach vorne, unten. Komm noch einmal zu Supta Tadasana mit den Armen rechts und links neben der Hüfte. Die Hände neben der Hüfte, die Handkante drückt abwärts. Und dann löst die Haltung langsam wieder auf. Löst den Gurt von den Füßen. Und kommt noch einmal zu Apana Asana. Das heißt, die Füße geschlossen, die Knie geschlossen. Zieh die Knie ran an den Oberkörper. Ausatmend und einatmend. Einatmend löse wieder. Ausatmend herangezogen, den unteren Rücken etwas verlängere und einatmend löse. Und wieder der Hinterkopf sehr flach, der Nacken lang. Atem und Bewegung in Verbindung.
ausatmend, heranziehend, einatmend, löse. Weiche, ruhige Bewegungen. Der Hinterkopf kann am Boden bleiben, Bantu. Genau, so ganz entspannt der Kopf auf der Matte. Und dann beende, stellt noch einmal die Füße auf. Lass die Knie zusammenfallen und die Fersen auseinanderkommen. Ich zeige auch hier für die Kamera. Die Arme etwas weiter als sonst abgespreizt, die Daumenseite schwer. Und dann lass wieder die Bauchdecke weich und weit werden. Mit jedem Ausatmen sinkt die Bauchdecke, einatmend, weitet sich der untere Rücken, sanft Richtung Boden losgelassen. Weiche, fließende, ruhige Atmung. Und dann beende mit einer Ausatmung und zieh die Knie nochmal ran an den Oberkörper. Und jetzt streck die Beine gerade nach oben, 90 Grad, gestreckt nach oben, die Fersen in Linie der Sitzbeine, der Kopf bleibt auf der Matte, die Hände rechts und links neben die Hüfte, drückt die Hände abwärts und streckt die Beine gerade nach oben. Mit dem Druck der Hände könnt ihr den unteren Rücken am Boden halten, also Richtung Boden ausgerichtet halten, so dass ihr nicht ins Hohlkreuz fallt. Und drückt die Hände fest in die Matte und streckt beide Beine gerade nach oben. Beide Beine streck nach oben. Die Kleinzehseite zieht zu dir heran und streck in die Innenfersen. Die Handflächen drück in die Matte, sodass der untere Rücken lang bleibt. Abwärts gerichtet, Richtung Boden. Atme noch einmal tief ein, halte die Hände am Platz, halte die Hände neben der Hüfte und jetzt streckt das rechte Bein gerade nach unten, abwärts. Ganz achtsam, ganz langsam streckt das rechte Bein Richtung Matte, Richtung Boden. Das linke Bein bleibt, wie es ist. Das linke Bein gestreckt zur Decke, das rechte Bein streckt zum Boden und dann streckt beide Beine nochmal deutlich in die Fersen. Halt den Oberschenkel vom linken Bein weg von dir, die Außenhüfte aktiviere weg von dir, sodass der Bauch breit und weich bleibt und nicht dein linker Bauch kollabiert, sondern hier bleibt der Bauch weich und breit. Dafür schieb die Außenhüfte weg von dir. Und dann wechsel die Seite, bring den Fuß erst wieder zurück nach oben, sehr achtsam. Streck nochmal beide Beine. Und dann bring das linke Bein achtsam und langsam gestreckt zum Boden. Beide Beine gestreckt, beide Beine gestreckt. Und halte deine rechte Außenhüfte weg von dir. Diesen Bereich schieb weg von dir und halte den Bauch gleichmäßig weit und breit, beide Flanken gleich lang. Beide Beine gestreckt in die Innenfersen, Großzehballen weg von dir geschoben, ganz geöffnet der Fuß. Und dann wechsel, bring den anderen Fuß wieder nach oben, den linken. Beide Beine strecken gleichmäßig nach oben Richtung Decke. Atme noch einmal in die Haltung und bring dann die Beine zurück, beug die Beine, stell die Füße wieder auf,
Lasst die Fersen auseinanderkommen, die Knie stützen sich gegenseitig und du kommst noch einmal zum Liegen. Die Arme rechts und links neben dir abgelegt, die Daumenseite schwer. Und wieder komm in die Atembetrachtung. Begleite deinen Atem. Ruhige, weiche, fließende Atmung. Die Bauchdecke weich und breit. Halte deine Aufmerksamkeit auch im Bereich um den Bauchnabel herum. Wie bewegt sich die Haut um den Bauchnabel in der Einatmung? In der Ausatmung. Und dann komm langsam zurück. Atme einmal vollständig aus und komm langsam über die Seite nach oben. Und dann komm hoch zum Stehen und nimm dir einen Stuhl. Den Stuhl, den du vorbereitet hast, und stell ihn dir an die Wand für den herabschauenden Hund. Und du nimmst den Stuhl ganz an die Wand, sodass er gestützt ist von der Wand. Ihr könnt gerne erstmal an die Kamera kommen, um zu sehen, wie wir gehen. Und zwar Adho Mukha Svanasana mit den Händen erhöht auf der Fläche des Stuhls. Ich zeige es einmal zur Wand und dann zeige ich es euch noch einmal zur Kamera. Zuerst setzt ihr die Hände auf. Die Handwurzeln sind auf der Fläche des Stuhls und direkt an der Kante. Die Finger weit gespreizt und geöffnet. Und dann lauft ihr zurück, die Füße weit nach hinten, sodass ihr den Abstand von Adho Mukha einnehmt. Und so streckt ihr euch ganz lang. Hier könnt ihr einmal dann das Kinn heben, die Fersen schwer und dann verlänger wieder. Die Ohren neben den Oberarmen eingestellt. Und so kommt ihr wieder raus in Uttanasana, konkav, die Hände an die Hüfte und du kommst hoch zum Stehen. Ich kann gerne noch einmal von vorne zeigen. Die Hände werden platziert auf der Fläche. Die Handwurzel direkt an dieser Kante, sodass ihr hier die Finger weit öffnet, spreizt voneinander weg, die Handgelenke parallel und so nehmt ihr Adho Mukha ein mit dem Stuhl. So sind die Hände erhöht, gemeinsam. Platziere die Hände klar, die Handgelenke parallel zum nach vorne ausgerichtet, zur Stuhlfläche, zur Stuhlkante. Spreizt die Finger weit und dann lauft mit den Füßen zurück. Schalte die Arme gestreckt. Lauf zurück, so weit wie der Abstand ist für Adho Mukha Svanasana. So, dass die Füße hinter der Hüfte stehen. Und dann die Füße hüftbreit. Streck die Arme deutlich. Streck die Arme. Streck die Beine. Und halte die Fußaußenkante schwer. Streck von den Waden in die Fersen. Die Sitzbeine hoch und rück. Die Hüfte hoch und rück. Heb noch einmal den Kopf etwas an, das Kinn. Streck die Arme wieder deutlich, sehr deutlich und bring die Schulterblätter nach innen. Schulterblätter nach innen, die Außenoberarme abwärts, Daumen, Zeigefingerwurzel, Mittelfingerwurzel im Stuhl verwurzelt. Und dann lass den Kopf wieder sinken mit langem Nacken, bis die Ohren neben den Oberarmen stehen.
Und von den Waden streck in die Fersen. Die Außenferse, die Außenfußkante klar zum Boden. Im Kontakt zum Boden. Und dann lauf langsam mit den Füßen nach vorne, bis die Füße unter der Hüfte stehen, die Füße unter den Sitzbeinen. Drück die Arme in den Stuhl, streck die Arme für das halbe Uttanasana. Füße sind hüftbreit, ihr streckt die Arme, zieh das Brustbein lang nach vorne, halt die Oberschenkelansätze zurück, Brustbein lang nach vorne, die Fersen schwer, die Oberschenkelansätze halt zurück. Und dann bring die Hände an die Hüfte, halte die Oberschenkel zurück und richte den Oberkörper auf. Mit erhobenem Brustbein komm zu Tadasana und streck die Arme abwärts. Streck die Arme abwärts für Tadasana. Die Hände so, dass die Finger weit gespreizt sind und die Daumen etwas hinter der Achse. Und dann löse auch Tadasana auf. Nimm dir den Stuhl wieder zur Seite. Wir kommen als nächstes zur Vrikshasana, der Baum. Und das ist die Baumposition, die Baumpose. Und wir üben das heute zur Wand. Das heißt, ihr steht vor der Wand und die Vorderseite wird gestützt hier. Und die Wand ist unser Ausgangsposition. Das heißt, ihr steht in Tadasana, bringt das rechte Bein so hoch als den Fuß so hoch als möglich an den Innenoberschenkel. Euch an der Wand gut orientieren. Das, was nicht passiert, zur Seite fällt. Deshalb halte die Außenhüfte gehoben. Also bring die Außenhüfte ran und das Innenknie weg von der Wand. Das schaffst du auch gut, indem du die kleinen Zehseite in den Oberschenkel bringst, ganz klar. Und so wirst du merken, dass das Innenknie sich von der Wand wegbewegt. Und die Außenhüfte bringst du ganz deutlich ran. Heb das Brustbein und über die Fingerkuppen an der Wand kannst du dich etwas mehr mit dem Bewusstsein in deine Rückseite bringen. Und am Schluss kannst du auch noch die Arme heben. Dann löst du wieder auf und wechselst die Seite. Okay, geht an die Wand, sucht euch einen Wandplatz. Wenn das zu umständlich ist, dann höre einfach zu, aber ich kann euch fast alle gut sehen. Okay, steht vor der Wand in Tadasana, die Fingerkuppen erst noch eingesetzt, sodass du dich klar in die Rückseite bringst, also etwas nach hinten lehnst, etwas weg von der Wand, sodass die Fersen deutlich werden. Und dann halt beide Oberschenkel zurück, heb den Unterbauch, heb das Brustbein. Greif dann deinen rechten Fuß und bring ihn so hoch als möglich an dein Innenoberschenkel, an dein Innenbein. Die Hände kannst du noch gestützt halten, sodass du zuerst nicht so viel zu tun hast mit dem Gleichgewicht und gut in die Ausrichtung gehen kannst. Also deine Außenhüfte bringst du ran. Die Außenhüfte vom Standbein bring ran und das Innenknie weg von der Wand. Das Innenknie weg von der Wand. Lehn deutlich etwas zurück, sodass du die Ferse ganz klar fühlst im Standbein. Und wenn du gut stehst, dann löst die Hände von der Wand und streck die Arme hoch. Streck die Arme hoch. Nach oben. Halte die Außenhüfte ran. Das Innenknie weg von der Wand. Das Innenknie weg von der Wand. Na, heb den Unterbauch, heb das Brustbein. Hinterhaupt in Linie des Kreuzbeins. Die Arme deutlich gestreckt Richtung Himmel. Ein Wachsen
von der Erde ins Licht. Und dann löse langsam wieder auf, bring die Hände an die Wand, die Fingerkuppen eingesetzt. Und bring die Fingerkuppen wieder an die Wand und den Fuß zurück für Tadasana, schließ die Füße und stehe noch einmal in Tadasana. Lehn etwas weg von der Wand, sodass die Fersen klar im Kontakt zur Erde sind. Und dann wechsel die Seite. Bring diesmal den rechten Fuß hoch, so hoch als möglich an dein Innenoberschenkel. Stütz die Fingerkuppen nochmal an der Wand und halte die Außenhüfte ran. Die Außenhüfte im Standbein ran. Und dann das Innenknie weg von der Wand, mehr weg von der Wand. Zurückhalten, fahrt fort und streck die Arme dann, wenn du gut stehst, nach oben zu Urdhva Hast. Die Außenhüfte ran, das Innenknie weg von der Wand. Und dann wachse wieder Richtung Licht, Richtung Himmel, ins Licht. Und streck die Fingerspitzen weit nach oben. Und löse langsam und achtsam wieder auf. Bring die Hände, die Fingerkuppen an die Wand, den Fuß zurück. Steh noch einmal in Tadasana mit den Fingerkuppen an der Wand, sodass du dich ein bisschen weglehnst von der Wand und deine Rückseite wahrnimmst, dein Hinterhaupt, die Rückseite der Rücken, die Hüfte, die Rückseite der Beine, die Fersen. Und dann löse auf, steh in Tadasana. Dies alles bewahren, die Aufmerksamkeit in deiner Rückseite bewahre. Und dann löse die Haltung ganz auf und wir kommen zu Trikonasana, das Dreieck. Und zwar heute mit der Ferse, mit der Fußaußenkante an der Wand. So, ihr steht mit der Fußaußenkante, ich hoffe, ihr könnt es gut sehen, hier so an der Wand. Macht eine große Grätsche, bringt die Hände erst einmal an die Hüfte. Dann kommt der rechte Innenfuß, die rechte Ferse nach innen und du drehst auf der Ferse dein Oberschenkel, dein komplettes Bein aus. Und dann richte den Oberkörper erneut aus, parallel nach vorne. Halte die hintere Fußaußenkante ganz klar an der Wand, sodass du über die Aktion der Außenferse deinen Innenfuß hebst. Das heißt, der Innenknöchel kommt deutlich zum Außenknöchel, die Fußaußenkante abwärts. Und dann kannst du das rechte Bein leicht beugen, wie für Krieger 2. Bringst dein Sitzbein mehr nach vorne, also dein rechtes Sitzbein kommt mehr nach vorne, das Innenknie zurück und dann streck nochmal, streck die Arme und komm zu Trikonasana. Eine Hand am Schienbein und die obere Hand streckt hoch. Wieder raus und du wechselst die Seite. Okay, linke Ferse an der Wand. Linke Fußaußenkante an der Wand. Und eine große Grätsche, die Hände an die Hüfte, die Daumen ans Kreuzbein, die Oberschenkel halt zurück. Und verlängere den Steiß noch einmal Richtung Fersen. Der Oberkörper ist deutlich aufgerichtet. Genau, mit den Daumen schiebt die Haut am Kreuzbein abwärts und hebt den Unterbauch. Hebt die unteren Rippen weg vom Bauchnabel, hebt das Brustbein und bring jetzt deine rechte Ferse leicht nach innen und dreh auf der Ferse dein komplettes rechtes Bein aus. Bis die Innenfußkante parallel zum vorderen langen Mattenrand steht, der Oberkörper parallel nach vorne ausgerichtet
Und dann bring die hintere Hand an die Wand, deine linke Fingerkuppen wieder eingesetzt über dem Fuß und der rechte Arm streckt seitlich. Jetzt beug das rechte Bein leicht, nur leicht, beuge wie für Krieger 2. Halte das Innenknie zur kleinen Zehseite ausgerichtet. Bring deine rechte Sitzbein mehr nach vorne, Richtung vorderen Mattenrand. Und das Innenknie halt deutlich zurück. Und dann streck nochmal das rechte Bein, Innenknie zur kleinen Zehseite. Heb den Brustraum und dann komm in die Parallelverschiebung. Bring den Oberkörper parallel über deinen Oberschenkel. Streck die Flanken lang, dreh den Bauch, dreh den Brustraum und dann stütz die Hand auf dem Schienbein oder da, wo du gut ankommst. Und bring die obere Hand nochmal an die Hüfte. Roll die obere Schulter deutlich zurück. Öffne den Brustraum, halte den Oberkörper parallel über dem Bein. So nicht nach vorne, sondern parallel, als würdest du dich an eine Wand lehnen. Und dann streck den oberen Arm nach oben, spreiz die Finger weit, öffne die Handteller. Dreh den Bauch, dreh den Brustraum auf. Beide Beine gestreckt und dann nochmal zurückzukommen zur Fußaußenkante an der Wand. Schieb die Fußaußenkante in die Wand, sodass du auch hier deine Aufmerksamkeit im hinteren Bein bewahrst. Die Fußaußenkante kommt abwärts. Du hebst den Innenknöchel. Heb den Innenknöchel. Und streck dich aus in Trikonasana, dem Dreieck. Obere Arm streckt weit nach oben und die untere Hand hält den Kontakt zum Schienbein, sodass du die untere Schulter auch wegbewegst vom Ohr. Und einatmend, komm wieder hoch, richte den Oberkörper achtsam auf, die Arme gestreckt und die Füße parallel, die Hände an die Hüfte. Dann wechsel die Seite. Dreh dich einmal andersherum. Diesmal ist die rechte Fußaußenkante an der Wand. Eine große Grätsche. Die Daumen ans Kreuzbein. Über die Fußaußenkante hebt den Innenknöchel im hinteren Bein. Schieb die Fußaußenkante deutlich abwärts und in die Wand. Und dann bring die linke Ferse leicht nach innen und dreh auf der Ferse dein komplettes linkes Bein aus. Der Oberkörper wieder parallel zum vorderen Mattenrand. Die hintere Fingerkuppen eingesetzt, der Arm streckt seitlich. Und dann beug das linke Bein. Beug leicht das linke Bein, wie für Krieger 2. Bring das linke Sitzbein nach vorne und halte dein linkes Innenknie zurück. Linkes Sitzbein nach vorne, linkes Innenknie zurück, um dann wieder zu strecken. Streck und halte das Innenknie zurück. Um jetzt zu Trikonasana zu kommen, in die Parallelverschiebung. Der Oberkörper streckt über das Bein, die Flanke über das Bein, dreh den Bauch, dreh den Brustraum auf. Die obere Hand erst auf die Hüfte, roll die obere Schulter zurück, dreh den Bauch auf von links nach rechts, der Brustraum öffnet und dann streck den Arm gerade nach oben, spreiz die Finger, öffne die Handteller und finde dich in Trikonasana, dem Dreieck. Antje ist mit dazu gekommen. Hallo Antje. Aber noch kann ich gar nichts sehen. Streck die Arme hoch, den oberen Arm hoch, spreiz die Finger weit. Oh, sehr dunkel. Auf jeden Fall, ich begrüße dich. Wir sind gerade bei dem Dreieck. Streck den oberen Arm weit nach oben, roll die obere Schulter zurück, die untere nach vorne, sodass der Oberkörper parallel über dem
Beinen steht. Also nicht nach vorne versetzt, sondern parallel. Atme ruhig und gleichmäßig und fühle die Fußaußenkante an der Wand. Bring die Fußaußenkante an die Wand und abwärts, sodass der Innenknöchel hebt. Trikonasana, das Dreieck. Gut so. Und dann richte dich achtsam wieder auf. Als würde jemand an der oberen Hand ziehen, richte den Oberkörper auf. Bring die Füße wieder enger zusammen, wandert mit den Füßen Schritt für Schritt ein bisschen enger zusammen und löst die Haltung auf. Und wir kommen zu Upashraya, das heißt, ihr braucht noch einmal euren Stuhl. Uttanasana mit den Sitzbeinen an der Wand gestützt. Ja, ihr nehmt euch den Stuhl vor die Wand, ich zeige es wieder. Die Füße weit gespreizt, eine große Grätsche und die Füße sind etwa 10 cm weg von der Wand, sodass die Sitzbeine zurücklehnen können. Und die Innenbeine gehoben, die Fußaußenkanten wieder parallel, hebt den Bauch, hebt das Brustbein und dann streckt nach vorne, ohne den Kontakt der Sitzbeine zu verlieren. Die Hände dann auf die Stuhlfläche. Wir können gemeinsam gleich mitgehen in die Haltung. Wenn ihr alles seht, sehr schön, super. Streckt die Arme nochmal, schiebt die Sitzbeine deutlich zurück. Und hier, jetzt habt ihr die Wahl. Also entweder ihr legt jetzt die Unterarme auf dem Stuhl ab und stützt die Stirn auf den Unterarmen. Oder ihr greift die Stuhllehne und streckt euch so lang nach vorne. Dann müsst ihr vielleicht den Stuhl noch ein bisschen nach vorne schieben, um dann die Ohren neben die Oberarme zu bringen und so in der Haltung zu verweilen. Oder ihr nehmt eben diese Unterarme und stützt die Unterarme auf dem Stuhl. Indem ihr die Sitzbeine zurückschiebt, könnt ihr den Oberkörper mehr nach vorne strecken. Die Flanken strecken lang nach vorne, das Brustbein angehoben, die Stirn entspannt, der Nacken lang. Die Sitzbeine schiebt zurück, die Oberschenkel halt zurück, die Fußaußenkanten abwärts, die Innenknöchel gehoben. Die Sitzbeine schiebt zurück, sodass die Flanken lang nach vorne strecken. Und dann stützt die Stirn unter den Ellenbogen. Das ist das, was ich hier sehe, was ihr gewählt habt. Es ist schön, wenn die Stirn gestützt ist. Dann könnt ihr loslassen im Bereich der Stirn, der Schläfen und der Augen. Die Augen weich, die Stirn entspannt, die Schläfen weich. Schieb die Sitzbeine nach hinten in die Wand und streck den Oberkörper lang nach vorne, die Flanken lang. Ausgedehnt, Weite und Öffnung wahrnehmend in der Haltung. Nimm auch den Atem wahr. Und vielleicht kannst du ausatmend in ein inneres Loslassen kommen. Die Stirn entspannt, die Augen ruhig und weich. So ein Ankommen in der Haltung. Die Sitzbeine schieb in die Wand. Fühl das Element Erde
an den Sitzbeinen, die Oberschenkel Richtung Wand, so dass der Oberkörper weich und lang nach vorne strecken kann. Fußaußenkanten abwärts, die Innenknöchel gehoben, immer wieder die Sitzbeine zurückschiebend in die Wand. Der Atem fließt ruhig, weich, gleichmäßig. Und langsam und achtsam komm aus der Haltung, lass die Augen ruhig. Bring die Hände auf die Fläche des Stuhls, streck die Arme. Zieh das Brustbein nochmal lang nach vorne und dann wandert mit den Füßen etwas enger, so dass die Füße auf der Matte wieder ankommen. Die Füße sind hüftbreit. Zieh nochmal das Brustbein lang nach vorne, füll den unteren Rücken aus. Das heißt, du hebst den Unterbauch sanft an und dann bring die Hände an die Hüfte und komm hoch zum Stehen zu Tadasana. Und dann löse die Haltung langsam wieder auf. Als nächstes kommt ihr zu Setu Bandha. Dafür braucht ihr eure Blöcke. Ihr nehmt euch eure Blöcke, legt euch auf den Boden. Ich kann es erstmal zeigen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dann erstmal an die Kamera gehen und schauen. Und dann legt ihr euch auf den Rücken. Hebt das Becken und hier habt ihr die Wahl, ihr könnt die Blöcke so nebeneinander stellen, mit der schmalen Seite zueinander. So. Und bringt die Blöcke unter das Kreuzbein. Und dann packt ihr die Matte rechts und links, bringt die Schulterblätter zueinander, die Schultern weg von den Ohren und das Brustbein hebt klar an. Das schafft ihr gut, indem ihr die Matte auseinanderzieht und die Oberarme von innen nach außen öffnet. Ihr dreht die Oberarme von innen nach außen, zieht die Matte auseinander und als nächstes stützt ihr die Oberarme im Boden und bringt die Hände nach oben, sodass ihr die Oberarme abwärts streckt. Wenn ihr hier gut steht, dann könnt ihr hier verweilen mit gebeugten Bein oder ihr streckt ein ums andere Bein aus. Hier könnt ihr die Arme dann auch ablegen, nah am Oberkörper und dann die Daumenseite schwer halten. Und dann löst wieder auf, stützt die Oberarme, drückt die Oberarme nochmal abwärts, hebt das Becken und löst die Haltung auf. Und dann stützt ihr wieder mit den Innenknien die Beine. Und liegt noch einmal so auf dem Rücken. Okay, gemeinsam. Die Füße ran, die Fersen so nah wie möglich. Hebt das Becken, hebt die Sitzbeine hoch. Greift deine Blöcke. Ihr könnt die Blöcke natürlich auch flacher nehmen, das heißt übereinander gestapelt. Wichtig ist, dass ihr die Blöcke unter die Hüfte bringt, unter das Kreuzbein, also nicht in die Taille. Ja genau, belehnen kannst du auch schon mal in die Haltung, hebt das Becken so hoch wie möglich. Antje, genau sehe ich, auch Karin, sehr schön. Nicht zu hoch, ne, sondern unter das Kreuzbein. Karin, ich glaube, das ist zu weit. Ja genau, das ist besser. So ist gut.
richtig da, wo der Steiß auch ist. So richtig nicht hoch in die Taille, sondern eher steiß als, ja, noch ein bisschen, genau, so ist gut. Und dann ablegen. Dann greift einmal noch die Matte, solange ihr die Füße noch aufgestellt habt. Die Matte greife. Grab the mat, yes, genau. Und dann dreh die Oberarme von innen nach außen, zieh die Matte auseinander in die Breite und heb die Innenachselhöhlen, heb das Brustbein. Heb das Brustbein. Der Hinterkopf flach, der Blick zum Brustbein, Kiefer entspannt, die Zunge entspannt. Und dann haltet noch die Knie in Hüftbreite. Also Bantu muss die Knie enger zusammenbringen. Die Knie enger zusammen, gut so, noch ein bisschen enger. Und dann, wenn ihr euch gut fühlt, wenn das schon Herausforderung genug ist, dann bleibt ihr hier. Stellt noch einmal die Unterarme auf, das heißt, bringt noch mal die Oberarme klar abwärts, wie ich vorhin gezeigt habe. So die Oberarme am Boden, so angewinkelt die Arme und drückt die Oberarme nach unten, hebt das Brustbein. Und dann lasst die Arme sinken und streckt, wenn ihr möchtet, auch noch die Beine. Ein ums andere Bein. Ihr könnt hier die Matte noch gegriffen halten, das ist einfacher dann für die Ausrichtung. Die Füße so, dass ihr Tadasana-Füße macht, also nicht nach außen fallen lassen, sondern ihr streckt die Beine in die Füße und haltet die Oberschenkel von außen nach innen rotiert. Und hier ist es sehr wichtig, dass ihr die Oberschenkelansätze zurückhaltet. Also die Oberschenkelvorderseite zur Rückseite bringt. Die Beine gestreckt in die Fersen, die Kleinzehseite zieht zu dir heran. Und die Oberschenkel rotieren von außen nach innen, sodass die Kniescheiben nach oben zeigen, wie zwei Augen, die nach oben schauen und nicht schräg seitlich. Genau, streckt die Beine, halt die Oberschenkel zurück. Und dadurch hebt den Brustkorb noch mehr, das Brustbein. Das Brustbein gehoben. Der Hinterkopf flach, Nasenspitze, Brustbein, die Augen ganz weich und ruhig. Hier könnt ihr die Augen so ganz leicht geöffnet halten. Die Beine gestreckt in die Fersen. Oberschenkel halt zurück. Und dann löse langsam wieder auf, indem ihr die Beine aufstellt, ranstellt ans Gesäß. Dann hebt das Becken und zieht die Blöcke seitlich wieder raus und lasst das Becken langsam, langsam wieder sinken. Die Knie zueinander, die Fersen auseinander, die Füße auseinander, die Arme vom Oberkörper abgespreizt. So lieg noch einmal auf deiner Rückseite. Und dann begleite deinen Atem. Bezeuge den Atem. Fühl die Stütze der Knie, was das auslöst im Becken, im unteren Rücken. Der untere Rücken nähert sich dem Boden.
Und langsam komm zurück. Komm über die Seite aus der Haltung. Und leg dich noch einmal ganz an deine Wand mit den Füßen erhöht, sodass ihr noch eine Umkehrung erfahrt. Lieg ganz nah an der Wand mit dem Becken. Schwing die Füße hoch und bring das Becken sehr nah an die Wand. Die Füße geschlossen für Tadasana, rechts und links abgelegt. Und dann mach wieder Tadasana Beine, Tadasana Füße. Und lass das Becken sinken und finde dich hier in dieser Haltung wieder. Und dann komm langsam wieder zurück. Bring erst die Beine noch einmal in Baddha Konasana. Die Füße gegeneinander, die Innenknie geöffnet Richtung Wand. Und dann über die Seite aus der Haltung zu kommen. Ich führe euch noch einmal mit den Worten. Finde dich ganz an der Wand. Mit der Beinrückseite. So nah als möglich. Streck die Beine. Tadasana Beine, Tadasana Füße. Die Schulterblätter flach abgelegt und der Hinterkopf flach. Die Arme im leichten Winkel zum Oberkörper abgelegt. Die Daumenseite schwer. Der Unterkiefer entspannt. Die Kehle weich, der Hals ganz entspannt. Und auch jetzt begleite deinen Atem. Begleite deinen Einatem. Du kannst wieder den zeitlichen Aspekt in die Beobachtung hineinnehmen. Die Länge des Einatems wahrnehmend. Die Länge deines Ausatems. Ruhige, fließende Einatmung. Ruhige, fließende Ausatmung. Und die Bauchdecke weich und breit. Du, der Beobachter deines Atems, Länge des Atems beobachtend. Und Antje, ich weiß gar nicht, du hast, glaube ich, frei gestanden. Du kannst dann jetzt natürlich auch in Supta Baddha Konasana gehen, wenn du keine Wand hast. Dann die anderen auch in Supta Baddha Konasana. Das heißt, ihr lasst die Füße sinken, bringt die Kleinzehseite an die Wand. Und wenn du am Boden, wenn du keine Wand hast, dann nimmst du einfach die Füße auf den Boden. Wenn dir das jetzt zu viel für den unteren Rücken ist, dann kannst du auch die Füße erhöhen mit einem Block und die Kleinzehseite auf einen Block ablegen. Und dann halte die Fersen in Kontakt und aktiviere die Innenknie sanft Richtung Wand, sodass ihr von den Innenleisten zu den Innenknie öffnet.
Und auch jetzt den Atem begleite. Deinen Einatmen. Die Länge des Einatems. Und die Länge deines Ausatems. Langsam komm zurück. Bring die Knie wieder zueinander. Du kannst sie zusammenführen mit den Händen. Und dann komm langsam über die Seite aus der Haltung und mach dich fertig für dein Shavasana. Nimm dir, was du brauchst. Kannst dir eine Polsterrolle unter deine Knie legen oder flach am Boden liegen. Du kannst aber auch die Unterschenkel auf dem Stuhl ablegen, wenn du keine Polsterrolle hast. Das ist auch sehr schön, weil dann tatsächlich der untere Rücken schön flach liegen kann und das Kreuzbein schwer. Such dir, was dir gefällt. Und wenn du auch hast, kannst du dir etwas über die Augen legen. Ein Augensäckchen, deinen Gurt ein bisschen übereinander gefaltet oder ein Schal. Und dann finde dich in Shavasana. Im letzten Asana in der Sequenz. Das Asana der bewussten Bewegungslosigkeit. Ein tiefes Loslassen auf allen Ebenen. Auf der körperlichen Ebene. Und dann auch mental. Gedanklich, die Gefühle, tiefes Loslassen. Und gib das ganze Gewicht deines Körpers an die Erde ab. Schwere im äußeren Körper. Deine Arme entspannt aus den Schultern bis in deine Hände. Innenarme entspannt zu den Außenarmen. Von der kleinen Fingerseite zur Daumenseite entspannt. Deine Beine entspannt aus der Hüfte bis in deine Füße. Deine Innenbeine entspannen zu den Außenbeinen. Und vom Großzeh zum Kleinzeh entspannt. Schulterblätter flach am Boden abgelegt. Das Gewicht des Kopfes losgelassen in die Erde. Die Kopfhaut entspannt.
Gib dich ganz der Schwere deines Körpers hin. Deine Augen ruhen in ihren Höhlen. Suchen die Dunkelheit. Deine Ohren entspannen nach innen. Außenohren zu den Innenohren. Der Unterkiefer locker, die Zunge locker. Die Lippen berühren sich ganz leicht. Und so komm immer tiefer in deine eigene innere Stille, in reines Sein. Langsam komm zurück. Nimm einen tiefen Atemzug. Atme dich zurück.
Halte deine Ellenbogen schwer und lege eine um die andere Hand auf deinen Bauch. Schleif die Fersen ran ans Gesäß. Stell die Füße auf. Und dann drehe dich noch einmal ganz auf deine rechte Seite. Die rechte Schläfe vom Oberarm gestützt. Und komm dann langsam über die Seite hoch zum Sitzen. Und wenn du sitzt, schließ gleich wieder deine Augen. Sitz aufrecht. Bring die Handflächen zueinander. Die Daumenwurzeln heben und stützen das Brustbein. Die Handflächen berühren sich gleichmäßig. Lass die Stirn sanft Richtung Herz sich neigen. Zum Herzen neigen. Und wieder den Kontakt zum Herzraum über deine Daumenwurzeln. Die Augen ganz losgelassen Richtung Hinterkopf. Es ist ein Blick nach innen, in die Tiefe deines Herzens. Und dann lass ausatmen, die Stirn ganz zum Herzen sinken. Verneige dich vor dir selbst, der Natur deiner selbst, die reines Gewahrsein, reine Bewusstheit ist, in Frieden und Stille. Dann bring die Handrücken auf die Oberschenkel, hebe deinen Kopf und lass deine Augen sich jetzt ganz ruhig und ganz weich öffnen. Komm langsam zurück. Namaste. Vielen Dank euch.